Er ist nicht für das Coaching, nicht für das Wechseln zuständig, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer vor dem Länderspiel am Mittwoch gegen Serbien in Leipzig. Er ist derjenige, der eine koordinierende Funktion auf der Bank innehat. Auf der Bank sitzt Rogic neben Prokop-Co-Trainer Alexander Hase und Physiotherapeut Sven Raab. Bereits im Verein bei den Rhein-Neckar-Löwen agiert Rogic an vorderster Front. Sein Wirken tut den Rhein-Neckar-Löwen sehr gut und uns wird es auch sehr gut tun. Er ist jemand, der einem Spieler sicher auch mal Mut zusprechen kann, sagte Kromer. Jene Veränderung sei laut auch eine Folge der Nachbetrachtung des EM-Debakels gewesen. Es ist sicher so, dass in Zunahme von Oliver Rogic auch ein Ergebnis unserer Analysen gewesen ist, sagte Kromer. Nach dem Hauptrundenaus bei der Europameisterschaft in Kroatien hatte der Deutsche Handballbund DHB eine mehrwöchige Fehleranalyse durchgeführt und sich im Februar anschließend für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Prokop entschieden. Positiv äußerte sich Kromer auch über das turnusmäßige Treffen des DHB und Bundestrainer Prokop mit den Trainern der Bundesliga-Vereine. Unter anderem sei dort am Mittwochnachmittag über Entlastung der Nationalspieler und Nominierungsprozesse gesprochen worden. Wir möchten uns langfristig und intensiv austauschen. Es war ein sehr nettes und kollegiales Gespräch. Wir haben den Startschuss gemacht für eine enge Zusammenarbeit, sagte Kromer.